dann herzlich willkommen zum letzten Video aus Amerika von der SEMA Show. Wir haben heute sehr viele Dates, wir haben sehr viel zu tun. Ihr hört, die Motoren springen schon an. Am Ende des Videos werde ich dieses Kfz fahren, ja, wo wir auf dem Slayer-Platz, wo wir die Reifen komplett leer, wir werden das hier machen. Mit dem kleinen Unterschied, dass da drauf auch wenn nicht geht. Die haben die Reifen runtergenommen. Da war ein Toyo R8 drauf. Das wäre teuer geworden. Ja. Also das Ding werden wir nachher noch fahren. Wir haben aber noch viele Dates in der Halle. Ich will euch viel zeigen, viel erklären. Deswegen ziehen wir auch los. Oh jo, der ist ja gestern ist die Antriebswelle hier weggeflogen. Guck mal. Oh, we have spacers under there. Where the spacers go? Das ist krass. I got one. Guck mal, wenn du so nah da dran stehst. Der Typ ist gestern gefahren. Und guck mal, das Getriebe ist quasi an seinen Füßen. Bei 1000 PS. Was meinst du, wie das Bein aussieht, wenn das Getriebe wegfliegt? Finde ich gut. Ja, auf jeden Fall, wir ziehen mal los. Ich muss auch noch mal wach werden, denn war echt eine kurze Nacht. Weil wir haben gut geschlafen. Ey, das habe ich gehört, Alter. So, wir haben uns was ins Gesicht geschoben, ne? Haben auch mal eben fürs Frühstück zusammen angezündet. $43. $43 haben wir mal eben schön verpulvert. McLaren 27S mit Bodykit sieht man jetzt nicht so oft. Also, die Jungs übertreiben schon echt heftig und vor allen Dingen der Bodykit-Style ändert sich so ein bisschen. Weil die Teile kommen auf die originalen Autos mehr außen drauf und wechseln auch gar nicht, also farbentechnisch wird es nicht angeglichen. Siehst du das hier? Und der McLaren hört hier ganz klar auf, hier sogar ein Spalt zwischen. Und sie von außen drauf gesetzt und dann halt das Heck extrem voll gemacht. Siehst du das? Haben muss ich es nicht, aber ich wollte euch mal gezeigt haben. Dann müssen wir noch, weil gestern waren wir ein bisschen spazieren, dann müssen wir gleich mal rüber zu Vossen. Ja, und da muss ich wirklich, wirklich sagen, das ist echt eine Ansage. Ja. Also die Räder, die da auf dem Stand sind, ich weiß nicht, ob das wirklich von der Fräsdicke und so wirklich Räder sind, die nachher so fahren können auf dem Auto, aber die Qualität ist unangenehm gut. Also finde ich auch, ja, ja. Wirklich. Ich bin begeistert. Wir gehen mal rüber, los geht's. I wanna be free, so I let my mind fly. My brother asks why, but he don't see the bad side. The constant fight to act right. All of my bad vibes locked inside a matter of time till it hits me back. I'm 2-2, but I'm feeling older. Rough around the edges, lacking feeling. Hey, Beauty. Good, 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 good. Pass auf, guckt euch das an. Ich weiß nicht, komm mal rüber einmal oder wird nicht so machen? Ist ja ein rundes Rad, ist ja auf der anderen Seite genauso. Guck mal, seht ihr das? Das ist so eine dünne Mini. Das ist keine Speicher, die trägt nichts, aber es ist halt so ein kleines Detail. Das heißt, die Fräsmaschine muss ja die ganze Felge drehen, den Teller drehen, um halt hier alles zu hinterfräsen, überall durchzukommen. Der Maschinenstundenansatz für so eine Felge ist sehr hoch. Ne, ihr müsst euch überlegen, es gibt Felgen, die, das ist ja schon wirklich aufwendig. Ne? Dann fräst ihr das so weg und dann hier nochmal rein und sowas. Aber hier ist ja nichts, wo es durchgeht. Guck mal hier. Seht ihr das? Dazu kommt, wie fein es gemacht ist. Also ich bin echt, also jetzt sage ich wirklich ehrlich, ich bin super beeindruckt. Super beeindruckt. Ganz neuer Style, neuer Look. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es auch aussehen würde, wenn es sich dreht und wenn es fährt. Weil aus dem schrägen Winkel ist das echt krass. Auch das Rad. Also das ist alles sehr krass. Ja, ich bin echt im Allgemeinen überrascht. Das ist der Stand, der für mich am meisten Design-Switch bringt von den Rädern her. Ist auch so. Also ich habe nichts Vergleichbares gesehen. Räder sind wirklich, wirklich krass. Mhm. Dann hier. Hör mal bitte. Das ist so dünn. Seht ihr das? Die wird nicht dicker hinten. Und deswegen ist die Frage, ob es wirklich Räder sind, die du wirklich montieren kannst. Weil manche Hersteller können natürlich so ein Rad auch jetzt hier fräsen, einen Stern, hinstellen, gutes. Wobei es sind natürlich schon einige Speichen, ne? Meinst du nicht, dass das genau dann getragen wird? Die Kraftverteilung ist natürlich wirklich, wirklich gut. Aber, oh, leck mich, Alter. Guck dir das mal an, Leute. Weiß ich nicht. Ne, also jetzt guck, genau, filmen wir mal genau meinen Finger. Ne, ist das forged, klar?
schon eine andere Dicke, Alter. Das ist glaube ich, ein Flow-Form-Rad. Aber ich muss sagen, wenn du jetzt schaust, klar, die sind sehr, sehr dick, die Speichen, keine Frage. Aber wie viele andere dünne Speichen du drüben wieder hast, ich kann mir schon vorstellen, dass das dadurch getragen wird. Definitiv. Das ist auch noch ein Rad für Phantoms und sowas. Und den gibt auch mal eben 3 Tonnen, ne? Stimmt, ja, gut, das stimmt. Oder und dann über so einen Bordstein drüber dübeln. Feuern. Drüber feuern, was? Meine Güte, ey. Aber es sieht wirklich, also auch von der Kamera kommt es wirklich geil rüber, dass das wirkt abartig, Alter. Ja, ist echt beeindruckend. Das Rad finde ich zum Beispiel auch richtig, richtig verrückt. Step off the thing. Ne? Verrückt gut. Also ganz, ganz tolle Verarbeitung. Echt beeindruckt. Ist echt gut. Auch krass. Ja, dann machen wir auch die Räder für Novitec. Guck dir mal an den Versatz, ne? Was du für ein Rolling brauchst, um das hier hinzubekommen. So ein Versatz in der Felge, so konkav. Also hier, so vielleicht. Schon. Das ist gut. Dickes Ding. Das ist echt ein dickes Ding, ja. Soll ich sagen? Also sieht wirklich, wirklich, wirklich toll aus. Stand ist auch toll. Alles gut, ist wirklich, wirklich toll gemacht. Kannst du. Da sagst du nichts. Stil haben sie. Die Jungs. Die Männers. So, wir schauen mal weiter, was es so gibt. Und dann verlassen wir die Felgenhalle auch. Früher haben wir Videos gemacht, wirklich ein ganzes Video so einer Felgenhalle. Aber das ist halt jetzt alles so, ja, viele Reifenhersteller sind dazu gekommen. Die Felgenmarken werden weniger. Im ganzen Felgengeschäft allgemein, haben wir ja auch in dem anderen Video gesehen, ist halt einfach nicht mehr so viel finanzielle Möglichkeiten drin, ne? Weil die Räder werden sehr, sehr teuer. Unfassbar. Ich will nicht wissen, was so die Pfosten-Dinger kosten mittlerweile, Alter. Boah. Zehner? Nee, damals, als ich noch im Verkauf gewesen bin, was schon ein paar Jährchen her ist jetzt, dann hat so ein kompletter Radsatz schon mal mit Veredelung so ein Scheiß gerne mal 13, 14 gekostet. Das heißt, ich denke, die Pulverneil ist so 20 dran oder sowas bei so einem großen, bei so einem 24 Zoll. Alter, da bin ich komplett raus. Also ich weiß es nicht, ne? Aber ich kann es mir vorstellen. Bei den wenn du die Rohlinge siehst, Alter. Boah. Ja, das Ding ist bei denen, die leben natürlich auch sehr stark davon. Ja, ne? Ja. Und für uns Rotiform ist es einfach viel wichtiger, dass viele Menschen die Räder bekommen. Ja, in einer geilen Qualität, in einem geilen Style, zu einem vernünftigen Preis. Mhm. Ne? Und natürlich machen wir auch viele Forged-Räder. Aber das muss irgendwie auch, finde ich, noch bezahlbar bleiben, weißt du? Also, ja, 100%, bin ich voll bei dir. Das muss es einfach bezahlbar bleiben. Aber das ist halt so der Style von Fossen, ne? Voll. Ja. Voll. So, also hier war früher alles voll mit Felgen und hier sind jetzt gar keine Felgen mehr. Deswegen gehen wir mal durch hinten und gehen dann mal zu Toyo. Da ist mal dieses Zelt und da stehen echte Sahnestücke. Bei Toyo, also Toyo fängt schon in der Halle an, sehe ich hier gerade. Aber ich habe ein bisschen einen Narren dran gefressen, ne? Nagel dran gefressen. Ich habe einen Nagel gefressen. Die Farbe finde ich richtig, richtig, richtig stark. Das ist so ein bisschen wie dieses von Lambo, ne? Dieses Viola. Mhm. Also jetzt fehlt nur noch ein Diablo dazu. Ich guck mal, ob ich das auf die Kamera kriege. Sekunde. Ja, Lambo Diablo GT. Ja, nee. Schon ein bisschen, ja. Ist wirklich eine sehr, sehr geile Farbe. Ja, finde ich auch. Wettertechnisch sind wir heute wirklich scheiße dabei. Ja, es ist nämlich einfach kalt. Also es ist nicht mal ein bisschen kalt, sondern es ist wirklich einfach frisch. Alle haben es wohl mit. Boah, wenn der Wind kommt. Oh ja, freezy. Das hat echt Dortmund-Vibes, so Januar-Vibes. Ja. So, diese Toyo-Area ist wirklich krass geil, weil das so Autos sind, die aus der ganzen Welt zusammensammeln. Da muss ich ja wirklich zugeben, ich würde davon es kennen. Ich würde ja sehr, sehr gerne wirklich mal auch ein Auto von uns da stehen sehen. Ja, das wäre schon geil, ne? Das wäre schon geil. Ja, das wäre schon gut. So, wir sagen dem Herrn einmal ganz kurz Hallo. Und gucken mal, was er sagt. Ja. Wir wollen ihn ja nicht stören. Nein, nein. Seine Autogrammstunde. Just a quick hello. What's up? You good? Yeah, very good. How are you? That was later, quick. Right? That's it? That's all I get? No! Oh! Yeah, there you go. Sweet. That's better. That's all better. You get. You'll see you later. Good to see you, JP. You over there now? Yeah.
Ja. Also, jetzt sind wir hier in der Area. Und das ist wirklich immer wieder krass. Und manche Autos sind von der Optik vielleicht nicht ganz so extrem. Dann ist die Technik wirklich sehr, sehr überragend. Sorry, dein Band sieht gerade ein wenig. Sah gerade ein wenig so. Zurück zum Thema. Wie sah es aus wie? Der Black Belt. Oh, der schwarze, der schwarze Gürtel in BG? Ja, ja. Aber komm. Ich denke, die Jungs werden sich denken, oh, he's from the gang, he knows. I know. Aber es ist wirklich so, ne? Wenn Mädels diese Plastikdinger hier oben drin haben, ne? Also alle wissen. Alle wissen. Selbst die Mädels wissen Bescheid. Die oh, you know. Wie war das, der schwarze Gürtel? Ja, okay, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Oder erzählt. Also, wir haben hier E30 mit einem RB26 Umbau. Auch ein sehr, sehr, sehr schöner, wie ich finde. Was immer schön ist, man kann RB26 immer sehr, sehr schön erkennen. Lada rechts, RB26, Lada links, 2OZ. Ah, es gibt immer wieder Leute, die das vertauschen. Das wusste ich auch nicht, ne? Genau, weil halt der RB26 ganz, ganz klar als, was erzähle ich gerade? Ich vertue mich gerade. Andersrum. Hä? Ich bin gerade noch ein bisschen müde. Warte. Andersrum. Das ist ein 2OZ. Ich habe momentan jetzt zu viel rumgebastelt. Klar, das ist ein 2OZ. Lada rechts, weil Auto auch stark gemacht wurde für den amerikanischen Markt. Aha. Bei dem RB26 ist Lada andersrum, weil das Auto von vornherein immer konzipiert war als Rechtslenker. Ah, okay, krass. Ja gut, ne? Macht Sinn. Entschuldigung. Das ist der Moment für Loshaten, bitte. Dann eine Umsetzung von einem Targa-Dach. Guten Tag. Eine Umsetzung von der Targa-Variante, die ich echt sehr cool finde, weil dieses Teil ist bei einem 993 nicht tragend. Mhm. Ja, du hast dann noch diesen großen Käfig drin und die Querstrebe und hat da die einzelnen Teile jetzt hier oben drauf vernietet. Was ich ganz geil finde, das Fahrerlebnis muss auch wirklich extrem sein, weil du siehst ja komplett durch, ne? Wenn du jetzt so mal guckst. Boah, echt krass, guck mal. Das ist auf jeden Fall mal Panoramadach at its best. Das ist wirklich at its best. Und gerade in so einem alten Auto, das finde ich super, super schön. Dann vom Umbau her wieder krass, weil ich sehe das Motec M800 sogar, da hinten an der Wand. Dann das Display, also das ist ja alles weit weg von irgendwie einem normalen Straßenauto, ne? Das ist ja sehr, sehr extrem, ne? Hallo. Oh, how are you doing? Sprechen Sie Deutsch? Oh. Deutsch. Ein bisschen. Ein bisschen Deutsch. Ganz klar. Very, very little JP. Good yeah. To see you. Very nice. This is the version 2. Version 2. The car was assembled in 2017 by Nakai-san. The car is the original 1997 993 Tiptronic Targa. Was it? So it was a Tiptronic with, you know, with the automatic, with the shifters on the OEM steering wheel. The car is unique in the sense that when I purchased the car, it actually was just a shell. Mm-hmm. This is the only RGB that's ever been built. Nakai-san came, put the kit on, I happened to be there, and the car was never assembled. It was abandoned for a year. No engine, no electronics, nothing. And he doesn't like that. It was a car that just went unknown. And then I got wind of where it was. I purchased the car. With the kit, everything assembled on my truck with all the parts above the cap. Just crazy. And it took me about a year redoing the car. No one knew I had the car. Nakai-san came to build it. Painted in that color? No, it used to be Mexico blue. It was Mexico blue. So you did them new? What? 2017, in 2017, I contacted Nakai-san and I said, hey, remember that car you built? I believe it was in 2016, the original build. And he says, yes, Rico, whatever happened to that car? I said, tell you what, I bought it and I'm changing it. And at that time, I was already painting on my car as my signature gold. And I said, is it okay? I want to take the kit off and repaint the car. Mm-hmm. No problem. Paint the car,
put the kit back on, and he came to see me on October 1st and 2nd in 2017, and he came to see me to reseal the car, put the banner on, put all the details on the trim, and then we had dinner with Mark Arsenal and I, and we got to know each other, and that's when we named the car Yoshiwara. That means? Yoshiwara. So Yoshiwara is like if we're in Amsterdam, in the red light district. Ah, okay, got it. You understand? Yeah, I understand. So I'm not too far away from it. So Yoshiwara is still an existing district, and it's from the Edo times, where the samurais would go and be entertained by the geishas. Entertained. You call it entertainment? Entertainment. Adult entertainment. So that district. BG entertainment. Yes. So Yoshiwara Yukaku means adult playground. And so that's how everybody knows me in Japan. It was great seeing you, man. We got to move on. I appreciate your time. Thank you. Absolutely. Hey, Germany family, love you. We appreciate you. This is all cars, it's all one love. That's true. That's what RDB is all about. And that's what I'm trying to deliver that message. We welcome everyone. It's an international thing. It is. And it's for everybody that enjoys car passion, we welcome you. Thank you. And I want to see the next golden car. Dankeschön. Peace. Weiter geht's. Okay. Wir haben so viele Sachen. Eigentlich können wir über jedes einzelne Auto reden, aber das machen wir jetzt nicht. Ich finde die Autoqualität hier echt sehr gut. Autoqualität, das ist die Qualität des Planetens gerade hier. Ja, Mann. Also das ist wirklich, das ist so top-notch. Dann ist das Art Car von Kaiser, der RX-7 vom Style her wieder sehr, sehr neu, sehr, sehr frisch. Weil wir haben nämlich auf der Hinterachse, haben wir nämlich hier einen 345-35-18. Und auf der Vorderachse eine. Komm. Ein 295-30-18. Aber die Reifen sind zu dick gewählt für zu schmale Felgen. Und das finde ich geil. Mhm. Ne? Also richtiger Dragster-Look. Dann. Ich finde im Allgemeinen, der Trend läuft gerade ein bisschen in die Richtung. Geil. Ja, ja. Ich finde es persönlich auch geil. Erstmal sind die Autos komfortabel, du kannst auch mal damit fahren und die fällt nicht erst aus der Fresse raus und die fallen die Blumen raus. Ist ja so, eine Zeit lang war es ja total cool, wenn der Reifen ganz flach ist. Jetzt ist schon wieder cool, wenn der Reifen dick ist und die Autos sehen mehr aus wie Rennwagen. Dann hier, wie wir auch gemacht haben, mit einem V10 drin aus dem M5. Leider ist nichts angeschlossen. Ne? Keine Leitung, kein gar nichts. Aber mir wurde gesagt von einem Bekannten, habe ich eine geile Geschichte dazu, dass der Herr, der das Auto gerade gebaut hat, ist auch jemand, nicht Entschuldigung, das ist der V12, den wir auch drin haben, aus dem Mercedes. Was ist denn los bei mir, Alter? Ah, ich glaube, das waren die 43 Dollar, die wir heute Morgen angezündet haben. Meine Fresse. Schwing doch nach. Das ist ein M120 Motor aus dem S600 V12. Mhm. Ja, okay, so. Also, eine schöne Geschichte. Wir waren in L.A. unterwegs und an der Kreuzung haben wir ein Auto gesehen. Oh ja, oh. Und ich will es nicht zu doll verraten, ich sehe dieses Auto. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und wir waren auf dem Weg zum Autotreffen. Ja. Privat, wir beide wollten einfach nur chillen. Und verlieb mich in dieses Auto. Es war ein Mercedes. Verliebe mich volles Ballett in das Auto. Und man muss sagen, es waren vielleicht 5-6 Sekunden, wo wir das gesehen haben. Genau, 5-6 Sekunden. Auto kam von der Seite, wir standen an der Kreuzung, fuhr so weg und beschleunigte. Tauchte so hinten ein und beschleunigte. Ich, mein Kopf, boom. Ne? Ich dachte mir so, boah, ich muss anhalten, ich muss bei Mobile gucken, ich muss gucken, wie kriegen wir das hin? Und er hatte so Kotflügelverbreitung. Und dann, das Internet ist so krass, ich gehe bei Google rein, finde das Auto bei Google, finde aber keinen Instagram-Account, finde aber doch einen Instagram-Account von einem Typen in Australien. Ich denke mir so, scheiße, kann eigentlich nicht sein, dass der Typ ist, ne? Schreib den an. Der Typ, Digga, ich feiere deine Autos, du bist mega cool. Und dann denkst du so, was ist das für eine Welt? Ja. Ne? Der Typ dann, ey, das Auto habe ich gebaut in L.A. Ich mache es genauso wie in der Kai. Ich komme zu dir aus und baue die Autos um. Mercedes. Jetzt sind wir in Kontakt mit dem Typen. Wahrscheinlich baut er uns auch das Bodykit da dran. Auf jeden Fall der Besitzer von dem Mercedes in L.A. an der Kreuzung ist der Besitzer. Märchenstunde mit Cremo. Na, aber wo wir gerade bei dem Thema sind, ich finde es allgemein sehr interessant, wie krass connected die Autoszene weltweit ist, was das für eine tolle Szene einfach ist. Das muss man wirklich sagen. Es ist toll. Also es ist wirklich toll. Und ich glaube, wir müssen auch jetzt noch näher zusammenrücken. Ja, finde ich auch. Weil es einfach enger wird für uns so. Ne? Es wird halt, es ist nicht mehr so frei wie 1995. Ne? Du baust, fährst raus. Weißt du? Und zum Beispiel die ganzen Burnouts, die hier draußen machen. Und
Dodge macht eine Werbung. Tires don't burn themselves. Ja. Stell dir mal so eine Werbung in Dortmund vor oder auf der Essen Motor Show. Die machen dich kalt. Ja, Mann. Die machen dich eiskalt, fertig. Die machen dich komplett tot. Und auch die ganze Reifenvernichtung und all sowas, das wird es bei uns nicht mehr geben. Nee. Nein, aber es ist einfach ein starker Wandel. Und deswegen müssen wir so zusammentreten, dass das Ganze noch lange noch Spaß macht für alle. Lange Spaß macht für alle. Genau. So, also. Das Auto da drüben war noch geil. Der war auch der gut. 32er. Leute. Dieses Auto ist in einem Level gebaut. Guck mal hier. Der Fußraum, seht ihr das? Ist Carbon. Oh, ich hätte eine Schaube vergessen. Also der Fußraum ist komplett Carbon. Also das ist eine Wanne, ne? Die du reinlegst. Dann sind das die Sitze von Recaro für den japanischen Markt, die wir auch uns mal besorgen werden, weil ich finde die einfach auch verdammt krass. Super sexy. Die gibt es auch in GFK. Super sexy. Dann der ganze Innenraum in Alcantara, dieses ganze Auto ist. Festhalten, Philipp. Sitzt du? Komplett in Carbon. Seitenteil, C-Säule, Dachhaut, B-Säule hat er ja nicht. A-Säule, das ganze Auto in Carbon. Super sexy. So, und dieses Level an Sexyheit, da möchte ich auch in Zukunft noch mehr hingehen, dass diese Autos halt bis ins kleinste Detail so umgebaut werden, weißt du? So wie zum Beispiel, die ersten Schritte sind ja so der 35er, den wir gemacht haben und so, dass halt wirklich kein Limit mehr so da ist. Und mich macht das mega glücklich und gibt mir auch so viel Inspiration jedes Mal, ist wirklich... Wahnsinn, Overload hier. Overload. Wir gucken mal im Motor. Ja. Hallo. Sorry, ich dachte, wäre so... Ja, nee, kein Problem, guck mal im Motor. Ah, ja, nimmst du mich mit? Ja. Are you following me? No, you're following me. No, you're following me. No, I'm just around beautiful cars. Thank you, yeah, and beautiful people. Yeah, Oh. No, but this car is also very special because I think it has a very unique body shape. You were very, very brave on that one to allow the RX-7 to go so far away. I think so. Yeah. I mean, the main idea behind it is still keeping the stock silhouette shape, but more... Yeah, bigger. Bulky. So if you look at it directly from the side on, you almost can't tell that it's wider, except for the front bumper. But it's basically a mesh of all my favorite tuning houses, REM EMEA, Feed, stock RX-7 styling. But this isn't a finished kit either, so he's not running the full kit. We have a rear spoiler. Okay. And a Mazda 787B styled rear diffuser as well. He just ran out of time to fit it. 787? 787B, yeah. Look at the smiley face. Yeah. The side mirror stand up there from you, no? No, so that's Sam, who's built this car. Hi. Yeah. I wish it was running, but it was yeah, I see that. Typical SEMA thing. Yeah. You know? But hi. Ich kenne uns nicht, Gordian. Hi. Hi, Jean-Pierre. Yeah. Ich habe mit einem Kollegen geschrieben, der mir auch sagte, ich sollte, glaube ich, du hast es dein Auto, ne? Nee. Nicht dein Auto. Nee, das ist, na, da habe ich nichts zu tun. Habe ich nichts zu tun, okay. Nee, weil irgendeiner, lange Geschichte. Ja. Das ist eine lange Geschichte, wo ich müsste mit dem Kollegen mal reden, der dem Autos gehört, weil der hat auch einen Mercedes. Ich habe den gerade kennengelernt, Kaiser hat uns den vorgestellt, das scheint ein ziemlich cleverer Typ zu sein. Wo ist er denn? Hier, wie heißt er? Du musst uns noch mal sagen. Sam, sorry. Sam. Yeah, I would like to say hello to him, quickly, yeah. Yeah, I wanted to. Okay. Gordian is from HWA. Yeah. Yeah. I wanted to introduce you both together, just so you can. Talk. It's the right place to do that. Do you want to bring Sam over now? Yeah, I would love to. Wir quatschen mal eben, ne? Wer weiß, was nämlich gleich hier rausgeplappert wird, was wir nämlich ja nicht verwenden können. Julian, willst du vielleicht mal dich probieren in Sachen Porn kurz? Ich gebe mein Allerbestes. Lass die Hose an. Bis gleich. Tschüss. What gearbox do you use? HTT, sequential. So you put some money in that? A little bit. You know how it goes. Yeah. You gotta love it. Yeah, you really gotta love it. Yeah. Even the heads, we did heads are pretty crazy. Full 5-axis for you. Yeah? Yeah. So how much RPM you wanna go? 9,000. So, oh, we got it. Yeah, I like the Pagani engines. Yeah. Crazy developed heads. Big cams too. We had to clearance the heads for the cams.
And we're going to run this on M5 method. So how much lift is on the cam? 11, 5? 13, 2. No way. And compression? 11, 8. Right? Zonda killer. So we talking, we talking 750? We're running M5 methanol. Oh, so we're going 900, 1000 maybe. We don't know. Oh. So, oh, different story then. That's so sad. Wir quatschen gerade. Das ist einfach unglaublich. Man geht so vorbei und kommt gar nicht so tief rein. Aber jetzt höre ich, Trockensumschmierung habe ich mir schon gedacht. Die habe ich an der Seite gesehen. Aber Trockensumschmierung, 13er Verdichtung, 9000 Umdrehung. Oh boy. Alkohol, kein normaler Sprit, offene Ansaugung. Das wird ja richtig ernst. Auf einmal, weißt du, wir fahren zwar denselben Grundmotor in unserem 124er, 500e, aber ganz andere Geschichte. Verrückt. Mit dem frei programmierbaren Steuergerät. What ECU are you using? Altec. It can do V12? Yeah, Maxis. Okay. Because we use the Max ECU. They can do V12. No, but wenn man dann reingeht, wir sprechen hier nachher von fast 1000 Saugerpairs. Genau. Das ist richtig verrückt. Kompression hoch. Seine Nockenwellen haben einen. Der Lift ist 13? 13,2. 13,2 mm Lift auf dem Ventil. And stock is 8,5? Ja, ich denke, und das funktioniert. Ja, also man muss überlegen, das Ventil ist vorher so aufgegangen bei 5600 Umdrehungen und machte dann seine 400 noch was PS. Er macht jetzt einen 13,2er Lift, Hochkompression mit dem Rennsprit und 9000 Umdrehungen. Sehr gut. Sounds great. Yeah, it'll be fun. That smile will be even bigger when that shit runs. Oh yeah. Okay, wir gehen mal weiter. Und wir haben gerade hier mit HWA ein bisschen gesprochen. Ja, hi. Ja, hi. Ja, hi so. Ja, hi. Was geht's? Genau, ja. Ich mache hier so coole Sachen. Ja, wir werden auch mal demnächst ein bisschen quatschen. Ja, unbedingt, weil wenn solche spannenden Projekte hier sind, gibt es immer was zu reden, auf jeden Fall. Wir haben ja auch ein paar Pläne und wollen gerne auch mit dir was besprechen. Von daher. Nee, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ja. Wir gucken. Kriegen wir hin. Cool. Ja, dann müssen wir nach Affalterbach. Ah, fahren wir mal hin, ne? Da kommst du aber nicht mit. Nee, ich glaube auch nicht. Okay, wir gucken mal weiter. Tschüss. Ciao. Ja, was denn? Wir waren hier stehen geblieben. Ja, yeah, Porn, vorbei? Ja, ich hab. Hast du richtig abgeliefert? Nee, also wenn, liegt es an den Jungs jetzt. Ich glaube, Material ist brutal. Ich muss mir eben was angucken. Ja. Da muss ich mal eben ihn fragen. Ah, da steht sogar ein Name drauf. Die Außenspiegel sind damn sexy. Mhm. Oh, kennst du diesen Moment, wenn du ein Foto machen willst und es ist Selfie-Modus und du guckst einfach so unfassbar doof, Alter? Ja, die sind mal echt krass. Die wären für das Projekt 2023 ganz gut. Ja. One last small question. How much are the sides? We're still working on it. That's the production that we're getting to. Oh, it's yours? Yeah. It would be BYC, one of my good friends. Okay, can I have a card maybe from you or something? Yeah, yeah, sure. Sure. Thank you. Yeah. Roughly? I don't know. They're his product, so I don't want to say anything. Okay. But they are... on point. Because next year we're going to do a... I would say we do very often extreme projects, but the project next year is different. Yeah. Different extreme. Yeah, excited to see it. Yeah, see you then. MB26 hier, beziehungsweise 32 GTR, waren wir nicht so ganz ready? Ja, geil. Okay, fertig. Hier da links fand ich geil. Was hier? Den roten Bomber da. Ja. Ach so, ja, was meinst du? Ich meine... sorry. Finde ich cool von dir. Ne, ich hab doch nur... Ach so. Ist ja geil, wo du hinfilmst, scheiße gerade. Ich... Hä? Der ist auch scheiße hier, stimmt. Aber der ist komplett scheiße. Also. Da kriegst du Puls. Da krieg ich Puls, ey. Super cool. Sind aber beides natürlich keine originalen Bodies, ne? Was aber auch nicht schlimm ist. Nein, finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm. Weil es ist so stark modifiziert mit der Verbreitung und all dem, dass es schon vom Style her wirklich komplett neu und komplett frisch ist. Aber das ganze Thema Resto-Mods ist ja sowieso durchs Dach geschossen, ne? Ich finde das schon wirklich sehr gut gemacht mit Interior und allem Scheiß dazu. Ne? Hier war es so, dass die Auspuffposition wirklich die originale ist. Das war damals so, ne? Mhm. Ja, Wahnsinn. Auch also Lederfarbe finde ich gut. Verarbeitung ist jetzt natürlich keine 1+, aber an sich ist schon cool. Ne? Sieht schon echt gut aus. Nee, ist toll.
Also echt, echt beeindruckt. Echt, echt toll. Schöne Idee finde ich, dass die, die Türscharniere, die waren original aus Leder. Und die hat er einfach lackiert, das Metall in Lederfarbe. Das finde ich immer ganz geil. Krass. Das Ding hier finde ich echt sexy. Auch mit dem großen Display drin, das ist schon ein geiler Kontrast so, ne? Ja, also einfach mal wirklich Gas gegeben. Einfach mal gemacht, auch die Kotflügelverbreiterung und so, das ist schon... Ja, super krass. Wäre nicht meins. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es bräuchte, aber ich finde es an sich einfach ein richtig cooles Projekt so. Total. Ne? Außer Frage. Dann Brabus, Räder auf dem fetten Benzo. Also auch von demselben Typen, ne? Ja, das scheint so. Also beziehungsweise vom gleichen LaRouche. S-Club. Aber einfach mal... Eiskalt drei Autos hier stehen, ne? Mhm, ja. Schon bossy. Dann haben wir hier einen nicht RWB, glaube ich. Ich glaube, hier müssen wir fragen. Ja. Hey. Hi. Hey. How are you guys doing? Ein Sternrubin und Rotis drauf. Das sieht echt auch schickimicki aus, ne? Ja, thanks. Also eine Gurthalterung ist auf jeden Fall mal richtig I can show what I can do. Deutsche TÜV sagt, no you can't. Das ist echt mal sehr, sehr fancy. Ich dachte erst, er würde irgendwie so eine Pushrod-Funktion da drin haben. Dass er, weil du kannst ja sehr geil auf Pushrod umbauen, indem du hier die Karosse öffnest und die beiden Dämpfer in den Innenraum legst. Aber das ist einfach nur die Halterung für die Gurte. Aber halt ein super geiles Detail irgendwie, ne? Sehr, sehr sexy, sehr schön. Auch matcht halt super geil mit den Nähten und so weiter im Auto. Also ich finde das richtig gut mit Bremssätteln und so. Was ich auch sagen muss, ist, dass der Body sehr gut gelungen ist, weil es nicht dieses übertrieben breite ist. Also muss ich wirklich sagen, es steht sehr, sehr, sehr gut, das Auto. Und noch akzeptabel breit. Weil ich muss sagen, dass die 996er RWBs... Also für mich ist das so ein Tick zu bulky, weißt du, so ein Tick zu fetti. Sich auch so, ja. Und der hat das nicht. Auch Innenraum, ne? Also eine gute Mischung aus Klassik und Modern. Ja. Willkommen, wir gehen mal in die Performance-Halle rein. Ja. Und dödeln da mal rum, ne? Auf geht's! Dödeln! Und seit 1971 bist du mit dem Bock durch Tokio geprügelt. Man kommt jetzt auch um die Ecke und das erste, was ich jetzt gerade wirklich gesagt habe, war boah geil. Das ist einfach ein Hammer. Ist einfach boah geil. Geiles Auto. Ist wirklich so, wie schön dieses Auto ist. Boah. Ist wirklich doch damals auch leicht amerikanisch angehaucht gewesen. Er hat ja dieses Muscle Car, diesen Muscle Car Body so ein bisschen kleiner. Wahnsinn, wunderschönes Auto. Was da für eine Reise gestartet ist, ne? Mit dem Ding. Und jetzt ein 35er. Hier sind so viele Spalten. Wo sind die? Ach, hallo. Hi. Geht's dir gut? Ja, du geiles Service. Ja. Freut mich. Hallo. Ebenso. Lars Bickert. Hallo. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Ja. Ja, hast einen Weg hierher gefunden. Ja. Schön, schön. Hier kannst du endlich mal entspannt durchlaufen. Es geht. Es geht einigermaßen. Es geht besser als in Deutschland auf jeden Fall. Wie geht's dir? Super. Ich habe ein paar Sachen, wie ich gerne mit dir ein, zwei Sachen sauber machen würde gerne. Ja. Ja, wirklich. Das sind Sachen, wo ich mich nicht so dran traue und da wäre das ganz gut, dass wir das mal zusammen machen. Ja. Ja? Wenn du auch mal Bock auf irgendwas mit Leder hast und so Sachen. Ja, das wäre dabei. Das wäre dabei. Ich werde mich beim Spalten mich ja melden. Ich soll das nicht mehr sagen, ne? Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr? Nein. Also, das ist nicht wahr. Ich habe mit diesem Mann sehr viel schon gelacht. So schlimm gelacht, dass wir wirklich die Kamera ausmachen mussten. Das war schlimm. Genau. Nein. Bitte nein. Weiterhin warten. Weiterhin? Ja, auf jeden Fall. Sagen andere Leute den Namen auch? Ja, sehr oft. Also fast überall. Also überall werde ich angesprochen. Bin sicher. Danke, ich danke dir dafür. Für diesen tollen Spitznamen. Ja. Okay, wir machen weiter. Das tue ich so, der Kamera so. Ey. Wo hast du hingeguckt? Hä? Wo hast du hingeguckt? Hä? Wo du hingeguckt hast? Ich sag einfach weiter. Also.
Airlift ist ja auch sehr, sehr viel Family. Wir machen jetzt ja auch ein geiles Luftfahrwerkprojekt, wo ich mich auch schon sehr, sehr drauf freue. Natürlich wäre sowas auch ein Traum. Aber das hier, ein Impala, ist bei mir auch eine Wunschliste ganz weit oben. Er ist nicht bei dieser Liste dabei, bei diesen Autos, die wir schon in der Halle stehen haben, ist er wirklich nicht, weil ich einfach nicht weiß, wie man drankommt. Ich auch nicht genau weiß, was darf man wirklich in Deutschland fahren. Ja. Ne? Also Hydraulics darf man, glaube ich, nicht fahren, wie wir es gerade gesehen haben bei dem Spielzeugauto, aber ein Luftfahrwerk. Und deswegen sind wir auch bei Airlift. Und ich denke, mit Luftfahrwerk ist er auch ganz cool, weil das Auto hat einen besseren Fahrkomfort. Du kannst ihn ablegen, er kann aber nicht springen. Aber es ist das Auto, Alter. Aber bei ist es echt, ne? Das ist so ein übelstes Boss-Auto. Boah, das CEO lief von Snoop mit Bass in dem Auto. Digga, Alter, mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht. Nein. Mach kurz Pause, hör ich das Lied an und dann komm zurück. Aber ich brauch gute Bassboxen. Aber voll aufdrehen. Und dann nochmal das Auto angucken. OG Zoom einen Kuss schicken, warte. Der ist nämlich ganz müde, muss noch arbeiten, warte. Wenn du siehst, jetzt gerade habe ich dir das Foto geschickt. Weil der guckt nämlich gerade beim Arbeiten das GTR-Video vom 34er. 400Z mit Bodykit. Was sofort passiert, Proportionen wachsen sehr, sehr schön. Längen-Breiten-Verhältnis jetzt mit dem Luftfahrwerk. Auto hat ein Potenzial wie wenige so viel. Aha. Oh, hi. Oh, hi. I know you. Hi. You are from Nürnberg. Yeah. Yeah, right. Race car driver. You won Le Mans 26 times, correct? Oh, you laugh. 27? 27. 27. 27. Sorry. Yeah. Did you go drive the Bernyard? No. They said 3 o'clock. Oh, cool. Nice. Yeah. I thought you were doing 11. You driving? No. And not at all? No. Why? I'm going to go with you. Are you going with me? Yeah, we're going. Okay, here. Perfect. I will drive with a 27-time Le Mans winning champion. Backseat. Yeah. Backseat. I'm gonna be in the backseat. I'm sitting in the backseat. Yeah. You got 4 seats. Yeah, I know. I'll be chilling in the back. But it's automatic, right? You know how to drive stick? I would love to drive stick, yeah. You know how to? Yeah, you showed me. Oh, all right, cool. Yeah, that was a 25th race. The win. You did. Yeah, right. You were stopping. You were stopping in the last round, and I was a big fan. I was screaming. That's how and we I, met. I let you win the race. Exactly. That's where I remember you from. Yeah. Like, yes. And I was, hey, Vin, and you stopped and you took your helmet off. That dude. It's because, you. Yeah. And you had I think 102 laps ahead of the second place, right? So you had time. Yeah, plenty of time. Great time. Plenty of time. So you were standing there on the straight and thought, you know what, JP? Ease off the clutch. Easy. Yeah. Really easy. Yeah. Natural talent. Yeah, thanks, yeah. thanks. What are you guys doing? So that means I won one time. Yeah. So 26 is right. Yeah, 26. 26 and a half. Yeah. Yeah. No, we just talking shit. Nice. Yeah, all the time. Aber wirklich ohne Scheiß. Die Menge an Menschen, die einen anquatschen, wenn wir so weitermachen, wird das in Amerika genauso werden wie in Deutschland. Ja. Yeah. Ich schwör's dir, eiskalt. So where is it? Everyone clear. Production is coming through. Start off. Forged carbon flares. They make everything. The whole infrastructure, all that stuff. It's metallic. Mm-hmm. That's metal. Forged carbon fender liners. This thing. So, I didn't like it at first when I saw it because I was like, oh, the styling is not for me. Ring Brothers, they build these crazy cars. But then you look at all the details on this thing and you're like, this is incredible. Like, look at this door handle. The Yuzha is here, you know? Like, you gotta go around to the open door side and switch inside the interior. I would never looked at it two times. I looked at it when I came in, but I walked by it. I didn't like it at first because it's just not my style of truck. So the shock absorbers? Yeah. Guck mal, auf den Sitzen. Die Sitze haben keine Stoßdämpfer. You gotta look at all the detail and this stuff. And I was maybe like, one was thinking about buying it, right? Yeah. And I was like, this is the second or third on my list. Yeah. Okay. Look at all today. Today. Custom, you know. Wow. This whole roll bar is aftermarket, and it's all trimmed and stuff, like with the light in the bar and stuff. Also ich verstehe, was er meint. Und es ist so ein Auto, wo wir Deutschen so eigentlich sehr schnell dran vorbeigehen würden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf gar keinen Fall drauf eingegangen wären. Guck mal hier. Guck mal hier.
tie down. Yeah. It looks like a prototype from a brand. Yeah. I just the attention to detail. Shift box and stuff is all so crazy. Also wirklich, umso länger du guckst, umso mehr Detail findest du es. Und es ist so, so wertig. And like the seat brackets and stuff, like all the stuff is just crazy. It's also carbon, right? No, no, it's metal. It's like hydro diff or something. But this is so cool. So nuts. Even just that this is all trimmed in like fabric, you know, all the inlays and stuff, it's pretty crazy. They have a very, very good CNC machine, yeah. Because this is also CNC, yeah. And that means the car is heavy. I mean, heavy. I mean, they save weight here, but still. Comfort tune-em. But this is crazy. I'm just blown away by the amount of detail you can do. And it's gotta be very expensive. Like Ron said, $1 million, yeah. You guys want to go tread pass? Sure. Have you been? Toyo tread pass? Yeah, we've been checked it out already. Oh, okay, talk to you. We are there at 3. Okay. Oh, bring her. See ya. I wish you a good shopping tour then for the next. Yeah. BBS und KW in einem Stand, jetzt natürlich. Wir werden direkt begrüßt von wunderschönen Le Mans. Das Rad kenne ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, es ist nur im amerikanischen Markt. Glaube ich. Aber was ich euch zeigen wollte, ist ein sehr spannendes neues System. Komm mal mit. Und zwar fertigen die ab jetzt die Räder alle in einem Lochkreis und adaptieren dann auf alle anderen Autos. Und das ist einfach ein Move, der ist genial. Weil er hat dann ein Lager an Felgen, nicht wie bei uns zum Beispiel manchmal, ja 114,3 oder 108er oder das Rad sich da, 112, 100er Lochkreis, das gibt es alles gar nicht mehr. Sondern es ist ein Felgenlochkreis und dann musst du nur noch die einzelnen Adapter dazu geben und kannst somit auch die Einpresstiefe adaptieren. Natürlich gibt es dann wahrscheinlich auch zwei verschiedene Einpresstiefen-Dicken, ne, dass die Felgen auch konkaver sein können und manche sind etwas planer, aber so kommt alles wirklich dann dementsprechend zusammen, kann schneller liefern und dann kannst du auch das Lackierthema viel einfacher machen, weil du hast die Rohlinge alle stehen und dann blau, gold, silber, was du willst. Schon eine sehr, sehr, sehr innovative Idee. Ja. Und ich habe mit Klaus darüber gesprochen. Und das Ding ist einfach, dass er nicht fähigen Mensch so durch und durch ist und einfach aus einem anderen Blickwinkel drauf guckt und somit dann diese Idee halt so umgesetzt hat. Mega. Wirklich super. Und hier, ich meine klar, KW, ihr wisst, dass ich wirklich deep Liebe habe, ja. Weil es einfach fahrerisch so viel besser ist als das, was ich kenne. Und für mich, also klar, wahrscheinlich wird es irgendwann auch mal eine Firma geben, die das auch so gut macht oder vielleicht sogar auch besser macht. Aber momentan kann ich ganz klar sagen, gibt es keinen anderen Hersteller, der es besser macht. 100%. Also 100%. Ja. Für einen bezahlbaren Preis. Ja. Ne? Es gibt so ein paar Rennfahrwerkhersteller, die machen das bestimmt auch sehr, sehr, sehr gut, aber dann liegen die Dinger halt bei 20.000, 25.000 Euro. Way too much. Genau, das macht einfach keinen Sinn. Ja. Hier in Amerika sind sie auch noch mit Beltech aufgestellt, ne? Ist ja auch, muss man auch sagen. In Deutschland ja technisch auch. KW, das sind ja jetzt mittlerweile ein paar Marken, die dazugehören, ne? Ja. Nur Beltech ist ja so ein Produkt, was jetzt bei uns halt einfach. Nee, also ich wollte es nur mal. Ja, ja, haben, das stimmt so schon. Das hat für uns jetzt nicht so den Wert und nicht den Rang, aber hier. Es ist halt wieder interessant, ne? Weil Trucks genau. Sind halt. Genau, hier halt der Boss und das ist halt auch geil, was es gibt, ne? Ganze Radträger. Das sind so viele Sachen, die es gibt bei Beltech. Aber es ist halt nicht unsere Welt, ne? Unsere Welt ist das hier so. Ja. So langweilige Mami-Mobils, ne? Soccer-Mom-Autos. Oder Driftmobile. Oder Rennkübel. Ich hab Durst, Alter. Ich hab auch Hunger. Oh ja. Vielleicht gehen wir da in diesen Food Court, wo wir eben waren. Ja, und mal eben $3 Millionen durchschieben für 2 Cookies. Keine gute Idee. Okay, $50 für 2 Cookies. Maximal. Feel like John Morant, need a triple-double. Told him
Wir werden jetzt dieses Auto fahren. Auf dem Burnyard, der komplett voll ist mit Leuten. Ich bin noch nicht einen Zentimeter gefahren in diesem Auto. Also. Gucken wir. Also, das Ding hat 1000 PS. Vernünftig. Klar. Ich sehe aber, ach, der ist manuell. Geil. Der ist doch handgeschaltet. Ja, top, Alter. Dann ist doch alles entspannt. Ja. Oh, sorry, du bist gerade wieder ein bisschen im Black Belt Game. Okay. Genau, dann haben wir hier die Flyoff, die ist sehr geil, denn sie kann nach vorne, also Line Lock machen quasi, und du kannst so die Hinterachse sperren. Line Lock, erklär einmal Line Lock. Line Lock ist, dass nur die Vorderräder blockieren und du kannst einen Burnout machen wie ein Bescheuerter. Ah, okay, okay. Ne? Also du sitzt drin, ne? Gehst in die 1, machst Burnout und kannst dann loslassen und dann kannst du dann loslegen. Okay. Ist aber auch echt wie ein Affe drin, ne? Ja, ist nein, den kann man nicht verstellen, ne? Ne. Das wird lustig. Ja? Das wird lustig. Bisschen weit weg hier, ne? Also, wir haben Fensterheber. Das ist schon mal gut. Wir haben alles, was wir brauchen. 230! Just so you know, you're opening the show. Oh yeah, by the way, you're opening my show. You guys ready? And hello to all my friends in Germany. My name is Władysław. I run the SEMA Hoonigan Burnyard. Just want to send all my love to Eastern Europe. I am Eastern European, so much love. I know you guys are going to thrash for Eastern Europe. Let's go. Let's go. That's my Polish friend right here. I got a mind thing. So, ich würde sagen, wir machen den mal an auch. Ich muss eben einmal jemanden fragen, wie das Auto funktioniert. Ja. Ob ich irgendwas wissen muss. Okay, ja. Ne? Also, ich ziehe hier so einen Haubenzug. Wir gucken uns mal den Motor an. Ja. Ja. Das ist auch perfekt. So sehen 1000 PS in dem Rolls-Royce aus. Also was wir gemacht haben, das Auto ist komplett Gitterrohrrahmen. Ne? Also ein Tube-Frame. Das Außen drauf ist nur noch Hülle. Siehst du zum Beispiel da. Da ist ja gar kein Rolls-Royce mehr drin. Wir haben riesengroße Wasserkühler bis zum Umfallen, weil das Auto ist gemacht zum Scheiße bauen. Aber soweit ich weiß, wurde mit dem noch nicht viel Scheiße gebaut. Das heißt, wir sind quasi ein bisschen Versuchskaninchen. Es gibt einmal ein kurzes Video oder zwei Videos, wo der kurz gefahren ist, danach nie wieder. Magnus und Kompressor, der eine Menge Druck macht. Ich sehe hier, das, nee, doch, das ist ein Einspritzer. Der kann irgendwas einspritzen noch. Oh, das wird wild. Also wir brauchen jemanden, der das Ding einmal hier mir erklärt. Bis gleich. Was muss ich wissen über das Auto? Und er nur, just turn on and floor it, man. Okay, gut. Also. An dem roten? Ne, das ist Feuer- und Feuerlöscher, ne? Ne, das ist Front und Rear, das ist Bremsbalance. So. Hey, hey, Zach! Hey! How do I start this little thing up? You put your foot on the floor. Yeah. No. Oh, actually, let me see something. Is there a power switch? Where's the power switch? I think there's a power switch somewhere. Willst du die ganzen Knöpfe nochmal rausnehmen, oder? Definitely don't start it with your foot on the floor, because it won't like that. Oh, there we go. So. Okay, now we got power. Das sehr gerne, weil
die ja alle denken, ich meine, ich auch bin ich keinen Meter gefahren, aber ich habe keine Ahnung, wie dieses Auto funktioniert, weißt du? Naja. Keine Ahnung. Und das ist halt wirklich, wirklich, wirklich crazy, ne? Ich bin gespannt, Alter. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was passiert. Also ich wollte ihn auf jeden Fall ein bisschen warm laufen lassen, weil diese Autos halt relativ empfindlich sind, wie er gerade meinte, was ich nicht wusste. Ne? Ich dachte mir erst so, ja komm, das funktioniert easy, aber das ist halt schon besonders. Aber es ist krass, wie alle gucken, sich denken so, hey, warum sitzt der in dem Auto drin? Ja, ja, ja. Nee, das wird schon, bis gleich. No, don't listen to those two people. Okay. The power steering pump is giving up, so you kind of notch it. Yeah. Oh, it jumps. Yeah. So it does sometimes, it and it jumps. Yeah, okay, yeah. That's fine. And then try not to clutch kick it to death. I will not touch it. Do I have to? You don't. I don't know the power. How much power does it have? It's got enough to spin the tire. Yeah, because if you clutch kick it, because the weight, it'll just beat the tranny up. At all? Well, I mean, you can do it once or twice, maybe. Okay, but not all the time. At all. Okay, good. That's it. That's all you got. That's it. Yeah. Okay, cool. Okay, ich habe ein, zwei Infos bekommen. Kein Clutch-Kick. Clutch-Kick bedeutet viel Drehzahl, ne? Viel Drehzahl und dann die Kupplung komplett kommen lassen. Das findet er nicht so gut. Das ist schon mal eine Information. Was hat er noch gesagt? Ich habe schon vergessen. Kein Clutch-Kick. Ich war gerade damit beschäftigt, zu gucken, was hier. Kein Klatschkick. Kein Klatschkick. Jetzt ist mir eingefallen, er sagte, die Servolenkung geht nicht. Das ist perfekt auf so einem kleinen Bernyard. Das ist perfekt. Es kann nur gut werden. So, ready to go? Ah, I don't know what I'm doing. Hey, hey, hey. Aber die Bremsen gehen nicht, ne?
zwei Mädels und beide sind von der Air Force gesponsert. Von der US Air Force. Mega. Insane! Unfassbar! Also ganz krass. Sprachlos. So, das war die SEMA Show 2022. Julian und ich hatten eine Menge Spaß. Oh ja. Ich habe jede Sekunde von diesem ganzen Trip genossen. Sonne war geil, Wetter war geil, Autos waren geil, Stimmung war geil. Wir haben so viele Sachen gesehen, wir haben so viele Leute getroffen. Wahnsinn. Das war wirklich mega geil. Leider konnten wir nicht ganz alles einfangen, was hier ist. Das ist auch ein Kackgefühl so, ne? Wir sind zum Beispiel jetzt gerade, letzter Tag, überlegen, was wir jetzt noch irgendwie drehen sollen. Aber rein theoretisch könntest du jetzt nochmal von vorne anfangen. Ja. Problemlos. Weil so viele, allein der 850er da. Es sind so viele Sachen einfach da, die so unglaublich gut sind, dass du da irgendwie nicht hinterkommst. Aber wir haben uns beste Mühe gegeben, das ist so gut wie möglich. Das Auto der Messe ist für uns die Giovetti. Die Giovetti. Also die Corvette ist wirklich ja. Sehr, sehr stark vertreten. Dann Broncos, eine Menge Broncos. Ja, Broncos auf jeden Fall. Ja. Von allem ist, also es ist aber schön gemischt. Und die Messe war sehr, sehr gut, weil viele waren so von der Stimmung, ja, letzte Mal SEMA wird kacke. Nein. Ganz im Gegenteil. Es ist so voll wie noch nie, es ist so gut wie noch nie. Es war ein super geiler Trip. Das Einzige ist, es ist so unfassbar teuer, dass ich davor wirklich warne. Ja, das muss man sagen. Es ist schlimm teuer. Ne? Also ja. Unangenehm teuer. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns Montag wieder. Und dann haben wir noch mehr Spaß. Und die erste Motorshow steht vor der Tür. Wir schwingen unseren Arsch gleich in unseren wunderschönen 992. Ah ja. Dach auf. Sekunde, ja. Was wir nicht vergessen dürfen. Du konntest das zweite Auto nicht mehr mitfahren. Ach so, ja. Das zweite Auto konnten wir nicht mehr mitfahren, weil es ist kaputt. Ja, ja. Wie das andere auch. Wie Hoonigan-mäßig direkt alles zerstört wurde. aber das ist auch wirklich Teil dieser Kultur. Es geht ums Kaputtmachen. Ja, also das kann man nicht anders sagen. Also es geht wirklich darum, dass die Scheiße kaputt geht. Ja, erst dann feiern die es richtig. Erst dann ist es wirklich gut. Ja. Ne? Also ein bisschen Qualm, ein bisschen Lärm, ein bisschen Spaß und dann kaputt gehen, dann bist du gut. So, das hat jemand anderes schon gemacht mit dem Auto. Ein E36 war das. Ja. Das zeige ich mal kurz. Genau das Ding. Also, ja. Vorbei. Bis zum nächsten Jahr. Millionen Prozent. Das ist wirklich krass.